So, jetzt habe ich fast alles gepackt. Es fehlt noch mein Notizheft und natürlich auch noch mein Geldbeutel und mein Handy. Wie viel Uhr ist denn? Oh, es ist schon so spät, jetzt muss ich mich aber beeilen. Schnell nach unten. Mama, ich muss jetzt los. Oh, schon? Komm, ich fahre dich ins Internat, mein Schatz. Nein, ich fahre mit der Bahn. Ich schaffe das schon. Ich bin doch schon so oft Bahn gefahren. Okay, wenn du meinst, dann schreib mir aber bitte eine Nachricht, wenn du gut angekommen bist, okay? Na klar, mach ich. Aber Moment mal, wo ist denn dein ganzes anderes Zeug? Hast du nur diesen kleinen Rucksack dabei? Ja, aber meine ganzen anderen Sachen, die wurden schon ins Internat eingeliefert. Ach so, stimmt. Na gut, wenn du dir dann sicher bist, dass du alles hast, dann bringen wir dich noch bis zur Tür, okay? Ja, ich hab ganz sicher alles. Und wenn irgendwas fehlt, dann schreibe ich dir eine Nachricht. Ist gut. Eline, musst du jetzt schon los? Ja, leider. Och Mann, und wie lange bleibst du weg? Nicht lang. Unter der Woche bin ich im Internat, aber jedes Wochenende komme ich hierher. Okay, dann müssen wir aber ganz viel spielen. Na logo. Und außerdem gibt es ja auch noch Schulferien. Und während den ganzen Ferien bin ich natürlich auch bei euch. Okay, dann ist gut. So, dann kommt, wir gehen jetzt mal zur Tür. Dann tschüss, Eline. Tschüss, Emmy. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Bis ganz bald. Tschüss. Mua, mua. Zum Glück ist der Bahnhof nur ungefähr 5 Minuten von unserem Haus entfernt. Das macht es ganz einfach, irgendwo hinzufahren. Okay, mal sehen, wann meine Bahn kommt. Gut, die Bahn nach Biscuit Town kommt ungefähr in 10 Minuten. Dann habe ich zum Glück noch etwas Zeit. Dann kaufe ich mir jetzt erstmal eine Fahrkarte. Und bevor ich das mache, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und einen Like hinterlässt. Oh, in diesem kleinen Laden gibt es eine tolle Auswahl. Ich glaube, dann nehme ich ein Sandwich und ein Bubble Tea. Hallo, ich hätte gerne ein Sandwich und ein Bubble Tea. Kommt sofort. Das macht 7,50 € bitte. Danke, schönen Tag noch. Gleichfalls. Jetzt warte ich noch auf meine Bahn, die müsste eigentlich gleich kommen. Und in der Zwischenzeit trinke ich meinen Bubble Tea. Endstation Biscuit Town. Oh, schon angekommen. Ups, bin wohl eingeschlafen. Die Adresse von meinem Internat habe ich hier auf dem Handy. Laut Karte ist es 4 Minuten vom Bahnhof entfernt. Also, ich bin jetzt im Internat angekommen und ich soll mich zuerst im Sekretariat melden. Und ich denke mal, das ist hier vorne. Herein. Hallo, ich wurde fürs kommende Schuljahr im Internat angemeldet. Sind Sie Frau Gehring? Ja, das bin ich. Okay, ich heiße Eline. Okay, dann lass mich mal ganz kurz in den Schuldaten nachsehen. So, da habe ich's. Deine Zimmernummer ist 2B und du teilst es mit einer anderen Schülerin. Ach so, okay, danke schön. Du weißt, wo sich die Zimmer der Schüler befinden? Nicht wirklich. Das ist eine ziemlich große Schule hier. Okay, kein Problem. Die Zimmer befinden sich im Ostflügel. Und deine Zimmermitbewohnerin ist schon etwas länger hier an der Schule. Die kann dir dann alles zeigen. Okay, das ist super. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sieht so aus, als wäre hier mein Zimmer.
Jedenfalls wurden hier meine Sachen eingeliefert. Und auf diesem Briefkasten hier steht 2B. Das ist ja meine Nummer. Ich glaube, ich gehe einfach mal rein. Ja, da hast du total recht. Sorry für die Störung. Oh, ich rufe dich zurück. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich bin Viola und eine Cheerleaderin hier. Wie kann ich dir helfen? Naja, anscheinend teilen wir uns dieses Zimmer hier. So hat es jedenfalls die Sekretärin zu mir gesagt. Oh, du bist also meine Zimmermitbewohnerin. Oh, und ich dachte, ich krieg den Raum für mich ganz allein. Ah, deshalb hast du 2 verschiedene Betten. Was auch immer. Jedenfalls ist das hier meine Seite. Und deine Seite ist dort hinten, denn ich brauche meine Privatsphäre und dafür ist ein Fenster ziemlich unpraktisch. Oh ja, das ist völlig in Ordnung. Ich lerne sowieso am liebsten am Fenster. Jetzt möchte ich meine Sachen auspacken und hier alles einrichten, denn meine Zimmerseite sieht noch ziemlich leer aus. So, jetzt bin ich fertig und habe alles eingerichtet. Ich finde, es ist voll schön geworden. Naja, ist gewöhnungsbedürftig. Damit es hier alles noch etwas besser aussieht, habe ich noch ein kleines Willkommensgeschenk für dich. Okay. Sekunde. Bitteschön. Danke. Das ist ein Lufterfrischer. Oh, wie cool, danke. Du kannst auch einstellen, welche Farbe das Licht haben soll. Okay. Diese Farbe gefällt mir. Okay. Dann stelle ich ihn hier oben auf den Schrank. So, ich zeig dir jetzt alles. Also, hier ist der Waschschrank und wie ich sehe, hast du da auch schon etwas von deinen Sachen hingemacht. Mhm. Und hier ist die Waschmaschine, denn leider müssen wir in diesem Internat unsere Kleidung selber waschen. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Und hier ist das Badezimmer, Toilette, Dusche und das ganze Zeug. Okay. Und hier bekommen wir unsere Post. Das ist unser eigener Air-Hockey-Tisch. Oh, cool. Also natürlich nicht nur für uns beide allein, sondern für alle, die im Ostflügel wohnen. Okay. Das ist die Chill-Ecke mit Sofa und Sitzsack und dem ganzen Zeug. Oh, sieht gemütlich aus. Und hier ist die gemeinsame Küche. Ah, also sollen wir uns auch unser Essen selber kochen, oder? Ganz genau, der Kühlschrank wird einmal in der Woche neu gefüllt. Ah, okay. Hier diese 2 unteren Bereiche ist unsere Seite vom Kühlschrank. Okay, gut zu wissen. Und das war's auch schon mit der Tour, sonst gibt's hier nichts Spannendes zu sehen. Okay, dankeschön. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf Part 2 dieser kleinen Serie. Und dann würde ich mal sagen, sehe ich euch beim nächsten Video. Tschüss!